Künstliche Intelligenz lässt sich auf vielfältige Weise in Zusammenhang mit Sprache nutzen. Und wir stellen in diesem Video das Thema gleich von mehreren Seiten vor. Wir starten damit zunächst mit Speech-to-Text, also der Übertragung von Sprache in Text, wie das zum Beispiel bei Protokollen oder Transkripten angewendet wird. Und danach kommen wir zu den TTS-Anwendungen, also Text-to-Speech. Hier geht es um das Vorlesen von Texten durch KI-Stimmen, aber auch um das Klonen der eigenen Stimme, die dann Texte liest und das in unterschiedlichen Sprachen. Bei dieser Gelegenheit zeigen wir auch, wie man Sprachaufnahmen verbessern oder verändern kann. Und schließlich kommen wir zu einer wichtigen Anwendung, nämlich der verbalen Interaktion mit KI-Chatbots. Und zu guter Letzt stellen wir Ihnen auch noch einen KI-Telefondienst vor. Am besten lassen Sie sich einfach überraschen. Speech-to-Text-Tools können in vielen Bereichen nützlich sein. In Modul 3 haben wir sie bereits zum Erstellen von Videotranskripten eingesetzt und in Modul 4 für Live-Transkripte in Videokonferenzen. In dieser Einheit stellen wir Ihnen das Tool Gladia vor. Es eignet sich für verschiedenste Speech-to-Text-Anwendungen, unter anderem auch für Videotranskripte. Dazu kann man hier auf der linken Seite einen Link eingeben, wenn man ein YouTube-Video transkribieren möchte. Oder man lädt eine eigene Videodatei hoch. Besonders interessant für Anwendungen in der Erwachsenenbildung ist jedoch, dass sich Gladia zur Transkription in Live-Situationen eignet. Und das auch außerhalb von Videokonferenzen. So kann man mit dem Tool schnell und präzise Gesprächsprotokoll erstellen. Um die Funktion zu nutzen, klickt man hier auf Live Transcription und kann dann noch einige Einstellungen hier unter Advanced Parameters vornehmen. Hier kann man zum Beispiel entscheiden, ob nichtsprachliche Laute, wie zum Beispiel Lachen oder Husten, als solche in das Transkript mit aufgenommen werden sollen. Außerdem kann man hier Transkriptionshinweise geben. Transkriptionshinweise helfen dem Programm dabei, phonetisch ähnlich klingende Wörter anhand des vorgegebenen Kontexts richtig zu interpretieren. Wählt man diese Einstellungen hier, dann verwendet das Tool jeweils den zuletzt transkribierten Satz, um die Transkription des folgenden Satzes vorherzusagen. Das Modell kann so kontextuelle Informationen wie Namen, Daten oder Fachbegriffe, die sich auf vorherige Sätze beziehen, besser erfassen und interpretieren. Dadurch wird das Transkript noch genauer und einheitlicher. Um zu zeigen, wie das funktioniert, werde ich jetzt die Live-Transkription starten. Gladia bietet außerdem die Option, Audiodateien zu transkribieren. Eine Funktion, die sich besonders gut eignet, um barrierearmes Lernen zu unterstützen und auch genutzt werden kann, um Präsenzmeetings zu transkribieren. Man benötigt dafür nur eine Audioaufnahme. Das Tool erkennt dabei automatisch die gesprochene Sprache und kann bei der Transkription mehrsprachiger Aufnahmen sogar selbstständig zwischen verschiedenen Sprachen wechseln. Außerdem wird in den Audios automatisch zwischen verschiedenen SprecherInnen unterschieden, denen der transkribierte Text jeweils richtig zugeordnet wird. Zusätzlich bietet Gladia die Möglichkeit, das Transkript in eine beliebige Sprache zu übersetzen, unabhängig davon, welche Sprache im Audio verwendet wird. Das Tool unterstützt laut dem Anbieter bis zu 100 Sprachen und mit einer Anmeldung wird die kostenlose Transkription von bis zu 10 Stunden Audiomaterial ermöglicht. Man erhält Zugriff auf alle Funktionen, die auch die Bezahlversion bietet und für die Transkription von zusätzlichem Material über das monatliche Gratislimit hinaus wird pro Stunde ein bestimmter Betrag verrechnet. Ich werde die Live-Transkription, die ich vorhin gestartet habe, nun beenden. Man sieht hier, dass Gladia ein fast fehlerfreies Transkript erstellt hat. In unseren Tests hat das auch mit anderen Sprachen gut funktioniert, am besten mit einsprachigen Texten, aber auch wenn während des Sprechens die Sprache gewechselt wurde, hat Gladia das meistens richtig erkannt und transkribiert. ElevenLabs ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Sprachsynthese, also der Erzeugung menschlich klingender Sprechstimmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. So bietet ElevenLabs die Möglichkeit, Texte von einer KI-generierten Stimme vorlesen zu lassen, also sogenanntes Text-to-Speech. Die Qualität ist dabei wirklich sehr gut.
Um eine Sprachausgabe auf Basis eines Textes zu erzeugen, wählt man zuerst die Funktion Text-to-Speech, fügt dann einen Text ein, wählt eine passende Stimme aus und klickt auf Generate. Es gibt eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Stimmen. Klickt man auf Find More Voices, gelangt man in die Voice Library. Dort finden sich Stimmen, die von der Community, also von den einzelnen Nutzerinnen, bereitgestellt werden. Die Stimmen sind nach Kategorien geordnet, also zum Beispiel für Konversationen, Social Media oder für den Bildungsbereich. Hat man sich für eine Stimme entschieden, klickt man auf Add und die Stimme wird der eigenen Sammlung hinzugefügt. Auf Basis von Texten lassen sich auch Soundeffekte generieren. Über die Funktion Audio Native erhalten Erwachsenenbildnerinnen den HTML-Code für einen Audio-Player, den sie dann beispielsweise der eigenen Webpage hinzufügen können. Lernende können sich dann auf der Webpage über den eingebundenen Audio-Player die Inhalte ganz einfach vorlesen lassen. Eine Möglichkeit, barrierearmes Lernen zu unterstützen. Lehrende können auch ihre eigene Stimme klonen, beispielsweise um multimediale Lernunterlagen persönlicher zu gestalten. Dazu klickt man auf Voices und dann auf Add New Voice und auf Instant Voice Cloning. Man gibt dann der Stimme einen Namen und lädt eine Audiodatei oder eine Videodatei hoch oder nimmt das Audio über ein Mikrofon direkt auf. Dann hat man auch noch die Möglichkeit, eine Beschreibung der Stimme einzufügen und muss bestätigen, dass man die Rechte an der Stimme besitzt, diese nicht für illegale Zwecke verwendet und dass man auch den Privacy Policy, also den Nutzungsrichtlinien von 11 Labs zustimmt. Mit dem Dubbing Studio können Erwachsenenbildnerinnen Sprachaufnahmen oder Videos in unterschiedliche Sprachen übersetzen lassen. Das geht mit einem Datei-Upload oder auch zum Beispiel mit einem YouTube-Link. Lernmaterialien können auf diese Weise leichter zugänglich gemacht werden. Ein Verwendungszweck, den auch der Anbieter 11 Labs auf der Website nennt. Lehrende können so beispielsweise ihre selbst erstellten Lernvideos in mehreren Sprachen anbieten. In den Tests im September 2024 war das die einzige Anwendung von 11 Labs, die uns nicht immer zu 100% überzeugt hat. In der kostenlosen Version von 11 Labs haben Nutzerinnen mit Stand September 2024 monatlich 10 Minuten für die Text-to-Speech-Funktion zur Verfügung. Die Audio-Native-Funktion, mit der es möglich ist, einen Audio-Player auf der eigenen Website oder im eigenen Blog einzubauen, der dann die Inhalte vorliest, steht nur in den Bezahlversionen Creator und Pro zur Verfügung. 11 Labs bietet auch eine App für Smartphone, die sogenannte Reader-App. Die ist derzeit vollumfänglich kostenlos und ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Mit ihr können Lernende unterwegs Texte am Smartphone vorlesen lassen. Und das auf 4 verschiedene Arten. Es ist möglich, einen Text einzutippen oder per Copy und Paste einzufügen. Es lassen sich aber auch Links einfügen. Dann wird beispielsweise eine ganze Website vorgelesen. Man kann am Smartphone lokal gespeicherte Dateien wie zum Beispiel PDFs hochladen. Und es ist auch möglich, ein Bild, das einen Text enthält, zum Beispiel einen Flyer, mit der Smartphone-Kamera abzufotografieren und der enthaltene Text wird dann vorgelesen. Eine nützliche Funktion für barrierearmes Lernen.
Ein ähnliches Tool wie 11 Labs für die Arbeit am Desktop ist PlayHT. Mit diesem Text-to-Speech-Generator lassen sich in der kostenlosen Version 12.500 Zeichen umwandeln und man kann einen Klon der eigenen Stimme kostenlos erzeugen. Die Qualität ist ebenso wie bei 11 Labs sehr gut. Eine Besonderheit bei PlayHT ist die Möglichkeit, den Text in Form eines Dialogs aufzubereiten und den jeweiligen Absätzen unterschiedliche Stimmen zuzuordnen. Das kann insbesondere für den Einsatz in einem Lehr-Lern-Setting nützlich sein. Auf diese Weise kann etwa ein Lerndialog nachgebildet werden, der aufgrund der übersichtlichen Darstellungsform und den verschiedenen Sprachstimmen beim Lernen unterstützen kann. Die Sprachausgaben können als WAV-Datei exportiert werden und dann den Lernenden offline zur Verfügung gestellt werden. Über die Zeitleiste am unteren Ende des Bildschirms können die einzelnen Sprachabsätze auch verschoben werden. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel auch die Pausen zwischen den einzelnen Absätzen verlängern oder verkürzen. Es ist auch möglich, einen Sprechabsatz über einen anderen zu legen, wodurch dann beide Stimmen gleichzeitig zu hören sind. Auf diese Weise wird der Eindruck einer Diskussionsrunde vermittelt. Mittlerweile gibt es viele ähnliche Text-to-Speech-Angebote, zum Beispiel Speechify. Sie bieten natürlich klingende KI-Stimmen und werden als Web-App, Mobile-App und auch als Chrome-Extension angeboten. Als Nutzerin kann man diverse Parameter anpassen und auch die eigene Stimme klonen. Einsprachige Texte auf Deutsch können damit sehr gut vorgelesen werden. Und das kann man sich zum Beispiel beim Erlernen einer Sprache zunutze machen. Bei allen getesteten Anwendungen, auch bei 11 Labs und PlayHT, kam es zwischendurch vor, dass einzelne Wörter mit einem englischen Akzent ausgesprochen wurden, obwohl Deutsch als Sprache ausgewählt war. Auch das Vorlesen von Texten aus Büchern, Notizen oder Bildern gelang in unseren Tests nicht immer so einwandfrei wie das Vorlesen von Websites und Dokumenten. Im Vergleich zu einem Screenreader sind diese Apps jedoch deutlich einfacher zu bedienen. Möglicherweise möchten Sie KI auch mal nutzen, um eine Tonaufnahme zu verbessern, die Sie zum Beispiel für ein Lehrvideo erstellt haben. Ein Tool für diesen Zweck ist Adobe Enhanced Speech. Ich habe hier zu Testzwecken eine Aufnahme vorbereitet, die Störgeräusche enthält und spiele Ihnen die jetzt kurz vor. Das ist eine Tonaufnahme, die bei Regen an einer befahrenen Kreuzung entstanden ist und mit der wir die Bereinigung von Tonaufnahmen gut testen können. Diese Aufnahme habe ich hier in Adobe Enhanced Speech hochgeladen und sie wurde verbessert. Das geht ganz schnell und ich spiele sie Ihnen jetzt in der neuen Version vor. Das ist eine Tonaufnahme, die bei Regen an einer befahrenen Kreuzung entstanden ist und mit der wir die Bereinigung von Tonaufnahmen gut testen können. Das ist deutlich besser und hier könnte man die Aufnahme, die verbesserte Version herunterladen. Adobe Enhanced Speech kann mit einem Abo der Adobe Creative Cloud unbegrenzt genutzt werden. Es steht jedoch in begrenztem Umfang auch gratis zur Verfügung, zumindest mit Stand vom September 2024. Unter der eingeblendeten URL kann man außerdem alle Premium-Funktionen für 30 Tage lang testen, bevor man sich für einen Kauf entscheidet. Möchten Sie gesprochenen Text in Audioaufnahmen anonymisieren? Dann bietet das Programm Altered Studio eine gute Möglichkeit dazu. Damit kann man die Sprechstimme in Ton- oder Videoaufnahmen verändern. Es stehen viele verschiedene Stimmen zur Auswahl und zusätzlich können Tonhöhe oder Satzrhythmus verändert werden. In der Gratis-Version gibt es ein Limit von 300 Sekunden, bevor ein Abo erforderlich wird. Auch 11 Labs ist für diesen Anwendungsfall geeignet. Mit der Funktion Voice Changer
können sowohl Stimmen in Audiodateien als auch bei Live-Aufnahmen verändert werden. Die zunehmende Integration gesprochener Sprache in die Interaktion mit KI-Chatbots eröffnet neue Möglichkeiten, um das Lernen inklusiver, dynamischer und individueller zu gestalten. OpenAI bietet eine solche Funktion inzwischen in der ChatGPT-App an. Diese kann man sowohl auf Smartphones als auch auf MacBooks installieren und nutzen. Dadurch lässt sich mit dem KI-Modell interagieren, ohne tippen zu müssen. Das geht schneller und man hat die Hände frei. Gleichzeitig wird der gesamte Dialog schriftlich festgehalten, sodass am Ende ein vollständiges Transkript zur Verfügung steht. Diese Sprachfunktion bietet für die Erwachsenenbildung einige Vorteile. Lernende mit Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben können mündlich mit ChatGPT interagieren und im Nachgang auch den schriftlichen Text abrufen. Auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen bietet die Sprachfunktion eine barrierearme Möglichkeit zur Nutzung eines Sprachmodells. Besonders hilfreich ist diese Form der Nutzung eines KI-Chatbots auch im Sprachunterricht. Auf dem Smartphone funktioniert das problemlos. Nach dem Öffnen der App kann man durch Tippen auf das Kopfhörersymbol direkt den ersten Prompt einsprechen. Gerade für das Üben gesprochener Dialoge ist diese Funktion sehr, sehr hilfreich. Gibt es Schwierigkeiten beim Verstehen, liefert der Chatbot auf Nachfrage sofort alternative Formulierungen oder Erklärungen. Ein möglicher Dialog zum Üben einer Fremdsprache könnte zum Beispiel so aussehen. Ich lerne gerade Deutsch. Mein Niveau ist B2. Führe ein Gespräch mit mir, um meine Fähigkeiten beim Sprechen zu verbessern und erkläre mir dabei auch schwierige Wörter. Das ist großartig, dass du Deutsch auf B2-Niveau lernst. Wir können gerne ein Gespräch führen. Gibt es ein bestimmtes Thema, über das du sprechen möchtest? Ich möchte über Reisen sprechen. Reisen ist ein wunderbares Thema. Magst du es zu reisen? Welche Länder oder Städte hast du schon besucht? Und welches war dein bisheriges Lieblingsziel? Ich mag es sehr zu reisen. Ich habe schon sehr viele Länder in Europa besucht. Und mein liebstes Reiseziel war die Toskana in Italien, weil ich die Landschaft wirklich beeindruckend fand. Das klingt fantastisch. Die Toskana ist wirklich wunderschön. Hast du dort etwas Bestimmtes gemacht, wie zum Beispiel Weinproben oder den Besuch von Museen? Ich habe Florenz besucht und die Kultur genossen. Florenz ist wirklich eine beeindruckende Stadt, vor allem wegen ihrer reichen Kunst und Kultur. Die Stadt ist ja bekannt für ihre Renaissance-Architektur und Kunstwerke wie die Uffizien und die Kathedrale Santa Maria del Fiore. Hast du eines dieser berühmten Museen oder Bauwerke besucht? In Florenz hat mir der Dom besonders gut gefallen. Der Dom in Florenz ist wirklich beeindruckend. Besonders die große Kuppel von Brunelleschi ist ein Meisterwerk der Architektur. Die Treppen sind ziemlich steil und es sind mehr als 400 Stufen bis ganz nach oben. Wie fandest du den Ausblick über Florenz? Kannst du das wiederholen? Ich habe nicht verstanden. Klar, kein Problem. Ich habe gesagt, dass die Treppen ziemlich steil sind und es mehr als 400 Stufen bis nach oben gibt. Wie hat dir der Ausblick über Florenz gefallen? Mir hat der Ausblick über Florenz sehr gut gefallen. Die Farbe der Dächer war sehr beeindruckend. Das kann ich mir gut vorstellen. Die roten Dächer der Häuser in Florenz tragen viel zur besonderen Atmosphäre der Stadt bei. Besonders im Kontrast mit dem blauen Himmel und den grünen Hügeln ringsum sieht das wunderschön aus. Was bedeutet Kontrast? Kontrast bedeutet der Unterschied oder Gegensatz zwischen zwei Dingen, der sie deutlicher hervorhebt. In deinem Beispiel ist es der Unterschied zwischen den roten Dächern und dem blauen Himmel. Danke, ich habe für heute genug gelernt. Doch ChatGPT kann nicht nur zur reinen Verbesserung der Sprechkompetenz genutzt werden. Es eignet sich auch hervorragend, um zum Beispiel neues Vokabular zu einem bestimmten Themenbereich zu erlernen. In der Interaktion mit dem Chatbot können Lernende an bestehendes Wissen anknüpfen und neue Phrasen im Kontext erlernen. In diesem Dialog zum Beispiel wurden im Rahmen eines Gesprächs über Filmvorlieben neue Phrasen gelernt, mit denen man die eigene Meinung ausdrücken kann. Am Ende der Interaktion hat ChatGPT sogar eine Liste aller neu gelernten Vokabeln generiert.
Sprachtrainerinnen haben zusätzlich die Möglichkeit, auf ChatGPT ein individuelles Custom-GPT zu erstellen. So lassen sich bevorzugte Konversationsthemen, wichtige Vokabeln oder das gewünschte Sprachniveau festlegen. In der ersten Einheit unserer KI-Serie zeigen wir, wie man ein eigenes GPT erstellen kann. Ein Beispiel dafür ist außerdem das GPT Language Teacher. Die Sprachfunktion von ChatGPT ist mit einem kostenlosen Basis-Account in begrenztem Umfang nutzbar. Wer jedoch längere Gespräche führen oder ein eigenes GPT erstellen möchte, benötigt einen kostenpflichtigen Account. Auch HeyGen bietet mittlerweile Live-Avatare für Websites an, die gesprochene Anfragen verstehen und mit der Stimme des Avatars antworten. Wie man grundsätzlich einen Avatar für HeyGen erstellen kann, das haben wir schon in Video 3 dieser Serie gezeigt. Wir schauen uns jetzt am Beispiel des Live-Avatars von David Rötler an, wie das aus User-Sicht funktioniert. Als User muss ich zuerst in den Windows-Einstellungen und auch in den Browser-Einstellungen sicherstellen, dass das richtige Mikrofon ausgewählt ist und dann gehe ich auf die Webadresse, die hier eingeblendet ist, um den Avatar von David Rötler zu finden. Und wenn ich auf Chat Now klicke, muss ich nochmal die Sprache auswählen oder bestätigen und kann dann mit dem neuen Chat starten. Und es dauert vielleicht eine Weile, bis der Avatar bereit ist. Vielleicht muss ich auch noch einmal das Mikro bestätigen. Ich kann aber jetzt auf jeden Fall nur Fragen stellen, die ich auch an ChatGPT stellen würde. Also lassen Sie sich nicht vom Äußeren blöffen. Hallo, schön, dass du hier bist. Hallo, Avatar von David Rötler. Ich möchte einen Schreibworkshop an einem See abhalten. Wie kann ich mir denn die Lage am See für den Workshop zunutze machen? Oh, das klingt nach einer wunderbaren Idee. Eine natürliche Inspiration. Die ruhige Umgebung fördert kreatives Denken, zwei Pausenaktivitäten. Schwimmen oder Spaziergänge am See beleben Körper und Geist, drei frische Luft. Arbeiten im Freien kann die Konzentration und Produktivität steigern vor Teambuilding. Gemeinsame Aktivitäten wie Bootfahren stärken den Zusammenhalt, Fünf-Entspannung. Die idyllische Lage hilft, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Viel Spaß und Erfolg bei deinem Workshop. Vielen Dank, Avatar von David Rötler. Vielleicht kannst du zusammen mit HeyGen noch daran arbeiten, die Aufzählungszeichen nicht so auffallend im Text zu platzieren. Danke. WAPI ist ein KI-Telefondienst, der Anrufe automatisch entgegennimmt und beantwortet. Als Entwicklerin oder Entwickler kann man recht rasch einen Sprachbot erstellen, testen und implementieren. Die Betreiber von WAPI verpflichten sich nach eigenen Angaben zur Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Die Sprachassistenten von WAPI können für verschiedene Anwendungsfälle eingerichtet werden, zum Beispiel für Terminvereinbarungen, Essensbestellungen und andere Kundenanfragen und natürlich auch im Bildungsbereich. Die Nutzung wird mit ca. 5 Cent pro Minute exakt abgerechnet und es können Limits für die maximale Gesprächsdauer festgelegt werden. Einen Assistenten in WAPI kann ich einfach hier unter Create Assistant anlegen. Ich muss dann einige Angaben machen, zum Beispiel einen Titel vergeben, in diesem Fall Birgits pädagogischer Assistent und unter Model eine Reihe von Dingen definieren, zum Beispiel eine Begrüßungsnachricht und eine Identität definieren. Was soll denn dieser Assistent überhaupt sein und tun? Beim Stil gehe ich darauf ein, in welcher Sprache, in welcher Tonalität und welcher Länge der Assistent antworten soll. Und bei den Antwortrichtlinien kann ich das noch ein bisschen präzisieren und dann unter Task noch die Aufgabe noch einmal fixieren. Und ich habe hier auf der rechten Seite auch eine kleine Knowledge Base hochgeladen, die dann berücksichtigt werden soll. In diesem Fall ein kurzes Glossar zu Fachbegriffen des Online-Lernens. Als Modell habe ich GPT-4 ausgewählt. Das ist ja einfach ein höherwertiges Modell. Und bei Temperature habe ich einen geringen Wert eingestellt. Das ist
günstig und würde ich wirklich empfehlen, weil sonst der Assistent die Sprache verliert und wirklich unsinnige Antworten ausgibt. Dann habe ich noch unter Transcriber die Sprache Deutsch eingestellt und unter Voice eine entsprechende Stimme ausgewählt, die mit Deutsch gut zurechtkommen sollte. Und ich könnte hier auch 11 Labs auswählen für hochwertige KI-Stimmen. Das würde sich dann aber auf die Kosten auswirken. Hier oben sehe ich immer, was meine Auswahl im Hinblick auf die Kosten bewirkt, und die 11 Labs Stimmen sind einfach etwas teurer. Auch ein Balken mit einer Darstellung zur Latenz wird angeboten, also zur Antwortlatenz des KI-Assistenten, und auch hier sehe ich ganz genau, welche meiner Voreinstellungen welche Antwortlatenz bewirkt. Wenn ich das alles eingestellt habe, könnte ich hier heroben den Link zum Assistenten in der Demo-Ansicht kopieren oder hier auch die ID des Assistenten kopieren, und dann kann ich ihn eigentlich schon veröffentlichen und dann kann er über Telefon oder Computer angerufen werden. Bevor ich das tue, mache ich aber einen Test und spreche hier mal mit dem Assistenten. Hallo, ich bin Ihr pädagogischer Assistent. Welchen Fachbegriff darf ich Ihnen heute erklären? Erkläre bitte den Begriff Webinar. Ein Webinar ist eine Online-Veranstaltung, die in Echtzeit stattfindet und interaktive Elemente wie Chats, Umfragen oder Q&A-Sessions beinhaltet. Es ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den Vortragenden und den Teilnehmenden. Webinare werden oft für Bildungszwecke, Schulungen oder Präsentationen genutzt. Okay, bitte erkläre mir auch noch den Begriff Blended Learning. Blended Learning, auch integriertes Lernen genannt, bezeichnet traditionell die Kombination von klassischer Präsenzlehre an einem gemeinsamen physischen Ort mit Phasen des Online-Lernens. Diese Phasen oder Elemente können sehr unterschiedliche Formen annehmen, die in der jeweiligen Angebotsbeschreibung genauer spezifiziert werden. In der jüngeren Praxis werden auch reine Online-Formate als Blended Learning bezeichnet, wenn sie einen Wechsel von synchroner und asynchroner Lernform beinhalten. Es wird empfohlen, diese Formate als Online Blended Learning zu bezeichnen, um Klarheit zu schaffen. Dankeschön. Wie funktioniert eigentlich Unterrichtsplanung? Unterrichtsplanung ist der Prozess, bei dem Lehrkräfte den Ablauf und die Inhalte ihres Unterrichts im Voraus strukturieren. Dies umfasst die Festlegung von Lernzielen, die Auswahl und Gestaltung von Unterrichtsmaterialien, die Planung von Unterrichtsmethoden und Strategien sowie die Organisation von Lernaktivitäten und Bewertungskriterien. Eine sorgfältige Unterrichtsplanung hilft dabei, den Unterricht effizient und zielgerichtet zu gestalten und auf die Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Und was kennzeichnet ein gutes Lehrziel? Ein gutes Lehrziel ist klar, spezifisch und messbar. Es beschreibt, was die Lernenden am Ende einer Unterrichtseinheit wissen, verstehen oder tun können sollen. Ein gutes Lehrziel ist zudem realistisch und erreichbar, sowie auf die Bedürfnisse und das Niveau der Lernenden abgestimmt. Ich denke, diese kleine Demo zeigt schon das Potenzial von WAPI. Der große Vorteil eines solchen KI-Assistenten besteht darin, wenn man ihn einmal erfolgreich und zur Zufriedenheit angelegt hat, dann kann er eben vom PC, aber auch vom Smartphone aus angerufen werden. Das heißt, End-User oder Lernende eben brauchen dann dafür keinen Computer. Und man sieht hier schon, dass hier neue Möglichkeiten entstehen für Personen, die sich mit dem Schreiben schwer tun oder die einfach über kein eigenes Arbeitsgerät verfügen. Wie wir gezeigt haben, bieten Sprach-KIs viele Vorteile. Sie können aber natürlich auch missbraucht werden. Das gilt vor allem für das Klonen von Stimmen. Gerade diese Funktion kann aber auch Menschen mit Behinderungen zugutekommen. So arbeitet etwa OpenAI mit der Voice Engine mit Non-Profit-Organisationen wie LeeVox zusammen, um Menschen zu unterstützen, die ihre Stimme aufgrund einer Erkrankung verloren haben.
Generell bieten Sprach-KIs also gute Möglichkeiten im alltäglichen pädagogischen Gebrauch und eröffnen neue Inklusionschancen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch dieses Mal wieder viel Spaß beim Ausprobieren.